So, hallo meine Damen und Herren. Donnerstagabend an einem trüben, kalten Novemberabend sitzen wir hier in der Hölle Süd und ich denke, sehr zufrieden heute. Glückwunsch an unsere Jungs, 26-21 Erfolg. Und ich denke, das war ein ganz tolles Gesicht, was die Mannschaft heute gezeigt hat. Aber wer das Spiel komplett plus die zwei Minuten danach verfolgt hat, der macht sich wahrscheinlich ein bisschen Sorgen um den Jungen links neben mir. Ich habe mir sagen lassen, der Krischimir ist dir ein bisschen in den Weg gekommen. Deswegen lag Daniel Rebmann vom Jubel erdrückt. Was ist passiert und wie geht's dir? Ja, hallo von mir erstmal und danke für die Unterstützung heute. Ja, also eigentlich stand ich im Weg vom Cosina und er kam ein bisschen angesprungen mit seiner Knie und hat mich an der Schulter getroffen, aber ich glaube jetzt ist nichts Schlimmes, tut halt ein bisschen weh, aber zum Glück haben wir gewonnen und dann erträgt man das auch. Dabei sollte man doch wissen, dass man dem Cosina nie in den Weg reinsteht, Mensch. Ja, aber ich glaube, die Leistung heute heilt die Wunden relativ schnell. Die Physios, der Arzt, haben auch Entwarnung gegeben. Es tut jetzt halt ein bisschen weh, aber sollte nichts Größeres sein. Ja, du. Das Spiel fängt an und es steht gleich 0-3 für Wetzlar. Was denkt man da? Ja, erstmal guten Abend auch von mir und danke für diese geile Stimmung heute hier. Das hat uns nach vorne gebracht. Also stand 0-3, aber man sieht, dass das in Handball alles möglich ist. Wir haben nicht Köpfe in den Sand gesteckt, sondern einfach nach vorne geschaut und sich Schritt für Schritt nach vorne gekämpft und am Ende dann verdient gewonnen. Ja, ich denke, es war heute auch so ein Spiel. Ja, ich hatte vorhin mit Jasmina im VIP-Raum-Interview. Und die hat mir auch gesagt, der Daniel war heute ruhiger, wie er eh schon ist. Der war in sich gekehrt. Er hat geputzt, hat sie erzählt. Jetzt habe ich, glaube ich, zu viel verraten, ja, aber egal. Ja, ich glaube, den Druck habt ihr schon auch heute gespürt. Es war heute ein ganz wichtiges Spiel nach dem Auftritt in Melsungen auch. Und dann hatte ich aber das Gefühl, es war heute unheimlich viel Biss, Kampf, Motivation in der Mannschaft. Sieht man ja auch, wenn man 21 Gegentore kriegt, das zeigt ja auch, dass in der Abwehr echt gearbeitet wurde, oder? Ja, natürlich war heute viel Druck drauf auf uns, deshalb, es gab eigentlich auch keine Diskussion, dass wir heute nicht gewinnen. Das war jetzt für uns ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Das war jetzt lange nicht perfekt. Wir haben unglaublich gekämpft in der Abwehr und so das Spiel gewonnen und wir müssen jetzt einfach dieses Gefühl, was wir heute nach dem Spiel gehabt haben, die Freude und aber auch diese Einstellung auf dem Feld, diesen Kampf, das müssen wir einfach in die nächsten Spiele mitnehmen und wir dürfen nicht wieder zurückfallen in diese Phase, in die letzten drei Spiele, sondern müssen hieraus jetzt die positiven Sachen nehmen und daran einfach hart weiterarbeiten, weil wir haben jetzt nur einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, aber sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Ja, ich denke mal, das ist eine ganz arg tolle auch Selbsteinschätzung, dass man jetzt nicht gleich wieder himmelhoch jauchzend, ja, sondern es ist wirklich eine Geschichte, es war mal ein Einstieg in was Neues. Ja, du, ich sehe dich immer auf der Bank, du bist voll dabei, voll motiviert. Sag mal, wie war das jetzt in der Kabine gerade mit der Mannschaft? Ich habe so ein bisschen gehört, es war ein klein wenig lauter in der Kabine nach dem Spiel, oder? Befreiend, so ein Sieg. Ja, natürlich war das lauter. Also nach jedem Sieg sind wir ziemlich laut. Das kann man unten hören. Also im Vordergrund stand jetzt Jakob, der komplett ausgerastet ist. Aber ich glaube zu Recht, weil wir heute uns aus diesem schweren Loch rausgezogen haben und gewonnen haben. Und wie Rebi sagte, das ist nur ein kleiner Schritt nach vorne. Jetzt haben wir ein paar Tage frei, wo wir uns regenerieren können und Fokus legen auf das nächste Spiel. Jetzt muss ich ehrlich sagen, du hast mich neugierig gemacht. Wie sieht das aus, wenn Jakob ausrastet? Ja, lieber fragst du das den Rebi, weil seine Schulter tut weh, nicht meine. Ich dachte jetzt, das war Cosina und nicht Jakob. Ach, beide. Kreisläufer, Doppelpack.
Ja, also ich kann jedem einen Tipp geben, bitte nie zwischen die zwei, wenn wir ein Spiel gewonnen haben. Also vielleicht lieber einen kleinen bisschen Abstand haben, und ich sollte vielleicht auch eher mit den Spielern in meiner Größe feiern und nicht mich gleich mit den Großen anlegen. Na, ich sag's dir ganz ehrlich, solange wir gewinnen, ist mir egal, mit wem du feierst, aber Hauptsache, du kommst einigermaßen gerade aus der Geschichte raus. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt habt ihr, wie gesagt, ein paar Tage frei. Ich glaube, das tut auch mal gut. Aber dann geht's zu den Löwen. Eine eigentlich in Anführungszeichen einfache Aufgabe. Ja, eine einfache Aufgabe vom Druckverhältnis her, wenn man es mit dem heutigen Spiel vergleicht, weil man nichts zu verlieren hat. Aber dann kommt in 2,5 Wochen kommt Nordhorn hierher, und ich denke, klar, Löwen versucht man natürlich das Maximale rauszuholen, Nordhorn aber auch. Jetzt gilt es einfach bis Weihnachten noch so viel einzufahren, wie möglich ist, oder? Ja, also wir haben jetzt, wie du sagst, in Mannheim ein Spiel, wo wir vielleicht nicht den Druck haben wie heute. Aber es ist für uns extrem wichtig, dass wir positiv weiterarbeiten und nicht wieder so ein Spiel abliefern wie in Melsungen, weil dann wird es gegen Nordhorn wieder so eine Druckpartie. Sondern wir müssen uns jetzt einfach weit im Fokus halten, die Spannung hochhalten. Und in Mannheim, klar, wir fahren, wenn man ein Spiel spielt, möchte man das Spiel am liebsten gewinnen. Und wir waren im Pokalspiel auch schon nah dran. Aber für mich ist das Wichtigste, dass wir dort so eine Einstellung abliefern wie heute und uns dann wirklich gut schon dort ein Selbstbewusstsein für das Spiel gegen Nordhorn hier holen, weil das ist ein Aufsteiger. Aufsteiger sind immer gefährlich, und deshalb müssen wir da einfach jetzt geradlinig weiterarbeiten. Ja, meine Damen und Herren, das soll es für heute gewesen sein. Was sind die Erkenntnisse des Abends? Zum einen natürlich, wir können auch unter Druck, wir können auch richtig gut unter Druck. Die Mannschaft hat ein tolles Bild gezeigt, ich denke, eine tolle Einstellung auf die Spielfläche gelegt, und kommen Sie nie im Leben zwischen Jakob Bagerstedt und Krasimir Kosina, wenn die jubeln. Das ist doch eine Erkenntnis fürs Leben, die man richtig gut brauchen kann. Daniel, vielen Dank. Josip, vielen Dank. Und Ihnen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, Daniel.